Also, wir haben grünes Licht für den Start. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Beschaffungswelt, ich freue mich ganz besonders auf diese Fachsession. Die Tagungsleitung hätte vor 10 Jahren noch nicht den Mut gehabt, sowas hier anzukündigen, weil wir gewusst hätten, dass wenn wir da 5 Leute im Saal hätten, wäre es viel gewesen, oder? Und heute wissen wir sind an einem anderen Ort der Diskussion. Wir wissen genau, dass jetzt nicht mehr darum geht, wie das neue Gesetz aussieht, sondern wie setzen wir es um. Und das kann sein Gegenstand von Weisungen, das kann sein Gegenstand von Strategien und das kann aber eben auch sein Gegenstand von strategischem Dialog in verschiedenen Branchen. Die Baulobby ist da schon sehr etabliert, die IT-Branche entdeckt das, aber sehr progressiv. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Und bevor wir weitergehen, würde ich aber gern die Akteurinnen und Akteure vorstellen. Beginnend mit Swico naheliegenderweise, würdest du gern ein paar Worte zu dir sagen? Ja, sehr gerne. Hallo zusammen auch meinerseits. Mein Name ist Yvette Chonova. Ich arbeite als Head of Legal and Public Affairs beim Verband Swico. Das ist der Verband der Digitalanbieter, wer es nicht kennt. Ich habe dann nachher auch den Auftrag, sehr ausführlich darüber zu berichten. Mein Background ist juristisch. Ich bin aber spezialisiert auf Wirtschaftsverbandswesen und werde dann auch einiges über den ICT-Branchendialog erzählen. Dein Jobprofil ist Public Affairs, oder? Entschuldigung, jetzt nochmal. Das müssen wir schon berichtigen, ja. Ich trage den Titel M-Law und Executive MBA HSG, bin aber effektiv spezialisiert auch auf Public Affairs, ja. Sehr gut. Nein, aber ich wollte nichts anderes sagen. Ich wollte sagen, das Pflichtenheft bei Swico ist das, oder? Auch nicht. Okay, ich gebe es auf. Nächste Panelistin, das ist die deutsche Seite. Also hier haben wir Swico und hier haben wir Bitkom, das ist der deutsche IT-Wirtschaftsdachverband. Ich versuche es mal so. Darf ich auch hier um ein kurzes Statement zur Person bitten? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Felix Elschner. Ich arbeite bei Epson Deutschland und vertrete heute hier den Bitkom. Wir nennen uns neuerdings den Themenverband, weil wir nicht nur die Industrie hier versammeln, sondern unter den verschiedenen Themen auch tatsächlich aktiv arbeiten und mitsprechen wollen und dergleichen mehr. Und zu einer dieser Arbeiten werden wir heute hier berichten. Und jetzt kommen wir noch zur Verhandlungsgegenseite des Bitkom, nämlich den Deutschen Bund irgendwie. Aber es ist nur in Anführungszeichen eine zentrale Beschaffungsstelle. Ich würde sagen, das deutsche Beschaffungsamt im Innenministerium ist so etwas wie unser Bundesamt für Bauten und Logistik. Aber das sagst du uns am besten gleich selbst, Ilse. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Ilse Benecke. Ich bin von Hause aus Juristin und habe mich auf das Umweltrecht spezialisiert und später noch zum Thema Nachhaltigkeitskriterien in Großkonzernen studiert und bin hier heute in der Rolle der Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung. Und ja, wir sitzen beim Beschaffungsamt des BMI. Das ist die größte zivile Beschaffungsstelle in Deutschland. Unsere Aufgabe ist es aber, dass wir Bund, Länder und Kommunen darin beraten, wie man Nachhaltigkeitskriterien in die Beschaffungsverfahren mit einbringt. Also wir sind als Stabsstelle beim Beschaffungsamt und haben damit so ein bisschen eine Sonderrolle. Und das ist interessant, weil wir nicht nur die Bundesregierung adressieren, sondern Bund, Länder, Kommunen, auch Sektorenauftraggeber in Deutschland, alle, die öffentliche Auftraggeber sind, zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten und arbeiten wollen oder müssen, werden von uns unterstützt. So, wenn bei uns das Bundesamt für Bauten und Logistik sowas machen würde, würden die im Städte- und Gemeindeverband an Herzschlag sterben, oder? Das ist völlig klar. Und darum ist das auch heute so spannend, weil wir all diese Realitäten zusammenbringen wollen. Ich mache einen ganz kurzen strategischen Input, damit wir möglichst schnell zu unseren spannenden Gästen kommen. Nachhaltigkeit ist Verhandlungssache. Vorstellung der Referierenden haben wir gemacht. ICT-Beschaffungsdialog aus Swisscom-Perspektive, das ist das
Thema von Yvette Genova. Dann haben wir die beiden Herrschaften aus Deutschland, die uns aus ihrer Verhandlungsperspektive berichten. Und dann brauchen wir wirklich 45 Minuten, um diese Geschichten quasi denen auf den Grund zu gehen. Ich freue mich sehr drauf, auf beides. Und dann versuchen wir mal, das in den Kontext zu stellen. Oder es gibt zwei mögliche Strategien, wie man das macht. Die Österreicher haben gesagt, wir haben die Schnauze gestrichen, voll von Diskussionen. Wir machen jetzt auf der Bundesebene Weisungen. Das ist völlig klar. Nach österreichischem Recht ist jedes Bundesbehörde verpflichtet, wenn sie Kaffee einkauft, ist der Fairtrade. Keine Diskussion, keine Frage, wollen wir das? Weisung für alle Einkäufer. Ende der Debatte, oder? Das ist die eine Möglichkeit, das Ding anzugehen. Übrigens, mein Plan, nächstes Jahr haben wir Gäste aus Österreich hier, aber das schauen wir dann. Dann ganz kurz ein Wort zur Mutter aller Branchendialoge, das ist nämlich zwischen Bund und Baulobby. Und das Tolle daran ist, dass die bei Inkrafttreten des neuen Rechts gesagt haben, der Chef von Bauen Schweiz, Ständerat Hans Wicki und der Direktor des Bundesamtes für Bauten und Logistik, Pierre Brouin, stehen gemeinsam hin und sagen, wir wollen die Vergaberechtsreform als Chance nutzen für Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation. Das heißt, es gibt branchenspezifisch ein gemeinschaftliches Commitment auf höchster Ebene. Das ist quasi das Mustermodell. Und der Bund macht das, weil er weiß, sonst fliegt es ihm um die Ohren. Weil die Logik des alten Rechts mit Preisfokus, das hat der Baulobby nicht gefallen. Und darum war es überhaupt bereit, ins Reformlager zu wechseln. Und das BBL weiß, sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Das heißt, jetzt fühlen wir ihnen den Puls besser und dann kommen wir vielleicht auch politisch besser über die Runden. Das Kontext hat jetzt auch ein bisschen insofern geändert, dass der Narrativ der Vorbildfunktion, den Leute wie ich immer schon vor sich hergetragen haben, inzwischen offizialisiert ist. Das heißt, in der Botschaft zum BÖB steht klar, der Bund hat Vorbildfunktion gegenüber privaten Unternehmen und konsumierenden Individuen in Bezug auf seine Lieferketten. Und das Klimagesetz verankert genau diesen Gedanken noch einmal. Das heißt, dass für die ganze Klimatransformation, auch hier hat der öffentliche Sektor eine Vorbildfunktion. Und diese Geschichten führen uns eben in eine Transformation. Das heißt, wenn Ständerat Würth sagt, hier ist eigentlich alles das Alte, das mag formal juristisch stimmen, aber von den Gesetzeszielen her und den begleitenden Narrativen stimmt es nicht. Wir haben eine Energiepolitikwende dank Herrn Putin. Wir haben neu ein Klimagesetz und wir haben eine Kreislaufwirtschaftsinitiative, die sich gewaschen hat. Das heißt, die Idee, dass im öffentlichen Einkauf mehr oder weniger alles beim Alten bleibt, das können Sie sich gleich abschminken. Und wer das sofort kapiert hat, das war unsere Verteidigungsministerin. Da gibt es nämlich folgenden Kontext. Herbert Tichy, das ist der genialste Politikplaner, den ich kenne, der hat gesagt, wir bringen die Leute nur vorwärts, wenn wir den zentralen Einkauf zwingen, ins Benchmark zu gehen. Das heißt, wir wollen vom Astra, vom BBL und von der Arma Swiss eine Strategie, die den Ambitionslevel der Transformation beschreibt. Und lustigerweise ist das VBS und die Arma Swiss, die sind richtig vorangegangen. Die haben nicht nur eine Strategie gemacht für Arma Swiss, sondern noch eine Bedarfsstellenstrategie fürs ganze Departement freiwillig obendrauf und haben gesagt, okay, ab jetzt gehen wir in die Transformation und da ist von Fairtrade bis Kreislaufwirtschaft alles drin. Die Beschaffungsrichtlinien in Arma Swiss lesen sich wie das grüne Parteibuch, oder? Und das sind die Realitäten, die jetzt in der Szene ankommen. Und dann kommt als nächstes Monitoring und Big Data. Heute ist völlig klar, dass wir dank Data Crawling transparent machen können, in welcher Großvergabestelle hat der Preis im Durchschnitt welche Bedeutung. Und da sehen wir frappante Unterschiede, oder? Das ist zum Beispiel ein Diagramm, das die Qualität beschreibt.
Und hier ist mein Heimatkanton Basel-Stadt der schlechteste. Der geht quasi nur auf den Preis und nicht auf die Qualität. Und das hat mit dem Basler Baudirektor zu tun, der gesagt hat, ich habe so viele Legal Compliance-Probleme, ich mache jetzt sicher nicht noch Nachhaltigkeit. Und diese Geschichten müssen jetzt ein Ende haben, oder? Hier steht klar, der Bund ist mit 56 schon besser im Ranking, aber es ist eine Frage von ein paar Monaten, bis wir das auseinandernehmen können für einzelne Beschaffungsstellen. Und dann wird über die Nachhaltigkeitsambition, über die Qualitätsbewertung und über die Vorgaben Transparenz hergestellt, Benchmarking und politischer Diskurs inklusive mediale Aufmerksamkeit. Das heißt, das gottgewollte administrative Gewurstel hat jetzt definitiv ein Ende, oder? Das ist für alle klar. Und damit wir jetzt das hinkriegen, gehen wir jetzt in den Branchendialog rein und fangen mit der Präsentation von Swico an, auf die ich mich sehr freue. Und die Vorbesprechung war auch schon ein echtes Vergnügen. Und ich bin überzeugt, dass Sie dieses Vergnügen teilen werden. Bitte. Vielen Dank, Marc. Also auch meine Eltern verstehen nicht genau, was ich arbeite. Von dem her lohnt es sich sicher, ein paar Minuten zu investieren. Ja, gut. Machen wir es so in dem Fall. Eben, ich würde am Anfang mir ein paar Minuten nehmen, um den Verband Swico vorzustellen, wie unsere Fachgremien funktionieren, wo unsere Schwerpunkte liegen und wie auch die Meinungsbildung entsteht im Hinblick auf diesen ICT-Branchendialog. Marc Steiner hat es bereits angetönt. Es ist so, dass wir die zweite Branche sind in der Schweiz, die einen solchen Dialog führen kann. Und der Hauptzweck ist vor allem, Fälle zu besprechen aus der Praxis, die nicht in einem Sinne laufen, wie es für die Zusammenarbeit und für die Branche förderlich ist. Es gibt aber auch diverse Ad-hoc-Themen, darauf werde ich exemplarisch eingehen. Wir sind der Verband der ICT- und Online-Branche. Unser Hauptstandbein ist effektiv die politische Interessenvertretung. Von der Mitgliedschaft her setzen wir uns so zusammen, dass wir einerseits die Grossanbieter vertreten, die heute Morgen auch schon mehrfach genannt wurden, also diese Googles, Ubers, IBMs etc. etc. Wir vertreten aber auch sehr viele mittelständische ICT-Unternehmen in der Schweiz, die ein zunehmendes Interesse haben, sich an Beschaffungsverfahren zu beteiligen. Und ganz schwierig wird es für die kleinen Start-up bis kleine KMUs, um mit all diesen Vorgaben zurechtzukommen. Von den Sektoren her können Sie sich vorstellen, alles, was mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun hat. Also wir haben Hardware, Software, IT-Consulting, Marketing in diesem Bereich etc. etc. Und viele kennen Swico durch das Swico Recycling. Kleine Klammerbemerkung, jedes Gerät, das Sie kaufen in einem Laden, hat eine vorgezogene Recyclinggebühr drauf. Dadurch finanzieren wir das Recycling-System in der Schweiz. Und da kommen gute 95% der Geräte, die im Schweizer Markt sind, wieder zurück. Also apropos Nachhaltigkeit. Wie funktioniert Swico oder so ein Verband? Generell, wir haben Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen. Wie Sie bei dieser Darstellung sehen, teilen sie sich auf in sogenannte Interessengemeinschaften. Vertikal, horizontal haben wir die Circles. Vertikal bedeutet, eine ganze Branche trifft sich, um spezifische Themen zu besprechen. Also das sind beispielsweise Cyber-Anbieter, Anbieter von Cyberlösungen, Hoster, Cloud etc. etc. Und dann haben wir die Vertikalen und dort ist auch unsere Arbeitsgruppe Beschaffung anzugliedern. Das sind unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, die sich aber zu einem bestimmten Thema zusammentreffen. Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir ein gut funktionierendes Politikgremium haben. Das ist ein sogenannter Circle, wo wir unsere politische Meinungsbildung machen. Wir treffen uns aber auch zu Legal-Themen, rechtliche Fragen, die für die Branche interessant sind.
denn unsere Tätigkeit beschränkt sich nicht nur auf die politische Interessenvertretung, sondern auch beispielsweise in unterschiedlichsten Dienstleistungen zugunsten von unseren Mitgliedern. Also Sie können sich das auch ein bisschen so als Dienstleistungsgesellschaft vorstellen. Wir machen Merkblätter zu aktuellen Rechtsänderungen, vor allem für Start-ups beispielsweise interessant, wie sie mit einer Gesetzesrevision umgehen sollen. Wir machen unterschiedliche Indizes, die wir veröffentlichen. Und in diesem ganzen Kuchen ist eben auch die Arbeitsgruppe ICT-Beschaffung anzugliedern. Diese setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Experten von diesen Unternehmen, die ich da mit Logo aufgeführt habe. Sie stellen fest, da haben wir internationale Großplayer, wir haben aber auch große KMUs dabei. Und sehr wichtig ist auch, dass wir Rechtsberater einbeziehen, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind, damit wir auch rechtliche Nuancen behandeln können innerhalb von diesem Branchendialog. Die Hauptaufgabe dieser SWICO-Arbeitsgruppe ist sicherlich eben, diesen Branchendialog vorzubereiten. Das sind 3 bis 4 Sitzungen, die wir mit den Behörden haben pro Jahr. Aber sicherlich auch, und das ist ein sehr hehres Ziel, eine harmonisierte Umsetzung des neuen Beschaffungsrechts. Bevor das neue Beschaffungsrecht in Kraft getreten war, hat sich diese Gruppe darauf fokussiert, gute Rahmenbedingungen zu entwickeln oder versuchen beizubringen, haben wir auch heute Morgen gehört, dort kann man nicht einen Punkt machen, die eigentliche Arbeit beginnt danach. Und es geht wirklich darum, dass wir da ein besseres Umfeld für die ICT-Branche aus der Sicht unserer Mitglieder schaffen können. Diese Gruppe beteiligt sich auch an diversen Vernehmlassungen. Also dann gab es beispielsweise den Trias-Leitfaden. Das ist eine sehr breite Palette. Wir wurden konsultiert beim XIMAP. Ich höre die Leute ganz unterschiedliche Arten, das auszusprechen. Nennen wir es das neue SIMAP. Ja. Dort wurden wir auch konsultiert und dann sonstige Ad-hoc-Themen, die sich stellen. Der IKT-Branchendialog, wie Sie hier sehen, ist von den Behörden her sehr breit besetzt. Wir haben das BBL, BKB, Arma Swiss, DTI ist auch dabei, vielleicht für die Teilnehmenden aus dem Ausland, also Bundesamt für Bauten und Logistik, Kompetenzzentrum Beschaffung beim Bund, die Beschaffungskonferenz, wo auch die Kantone dabei sind. Und das sind die stetigen Teilnehmenden seitens Bundesbehörden. Das wird auch protokolliert, diese 3 bis 4 Sitzungen, die eben jährlich stattfinden. Je nach Themengebiet kommen dann noch zusätzliche Akteure hinzu, die interessiert am Thema sind. Ich habe es eingangs erwähnt, wir sind die 2. Branche nach der Baubranche. Bei uns stellt sich aber die Schwierigkeit, dass wir nicht über umfassende Standards verfügen, wie das in der Baubranche der Fall ist. Wir haben keine SIA, wir haben Hardware und Software etc. etc. Da gibt es Differenzen, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen für unsere Branche. Es gilt die Regel, dass wir keine laufenden Verfahren besprechen können. Das ist selbstverständlich. Wir können aber Punkte platzieren zu jeder Zeit. Darauf wird aber nicht Antwort gegeben und das ist auch gut so. Jetzt, was wird behandelt in diesem Branchendialog? Bevor wir auf die Nachhaltigkeit eingehen, habe ich ein paar allgemeine Beispiele mitgebracht. Wir haben teilweise Ideen, die von uns auskommen, wo wir den Eindruck haben, das wäre nützlich, wenn wir ein Projekt starten und das den Behörden mitgeben können. Und eine größere Umfrage, die wir gegen Ende letztes Jahr lanciert haben, war, was brauchen KMU der ICT-Branche, um vermehrt an Ausschreibungen teilzunehmen.
Da haben sich relativ viele KMUs beteiligt und die Resultate waren leider relativ ernüchternd, wie wir es auch erwartet haben. Wir konnten aber mehr über die konkreten Gründe erfahren. Also über 90% der Teilnehmenden sehen Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis. Dann wurden noch weitere Gründe genannt, also sicher die Ausschreibungsverfahren zu kompliziert. Wunschanbieter ist bereits bekannt. Das sind so Sachen, die man erwarten würde. Wir konnten da aber wirklich in die Tiefe gehen und konnten diese Resultate auch vorstellen am Beschaffungsdialog mit den Behörden. Sie finden diese Umfrage auf der Swico-Webpage, wenn Sie die Resultate im Detail interessieren. Das war ein Beispiel für ein Projekt, das aus unserer Branche auskommt. So Themen, Ad-hoc-Themen kommen aber auch von der Verwaltung innerhalb des Beschaffungsdialogs. Wir haben beispielsweise die Revision des Gleichstellungsgesetzes, die Unternehmen verpflichtet, diese LOGIP-Umfragen durchzuführen. Und dort können wir innerhalb dieses Beschaffungsdialogs systematisch Fragen klären. Ist es beispielsweise zumutbar, dass ein Unternehmen mit unter 100 Mitarbeitenden ein LOGIP-Formular einreicht? Wäre es vorteilhaft, wenn man eine gemeinsame Schnittstelle, eine digitale Schnittstelle auf SIMAP schafft, wo man diese Dokumente eingeben kann. Und so nähern wir uns jeweils an innerhalb dieses Branchendialoges an aktuelle Themen, die auch seitens Verwaltung kommen. Ein weiteres Beispiel, das heute Morgen genannt wurde, das finden Sie auch auf unserer Webseite, werde ich jetzt nicht vertiefen, aber elektronische Signaturen wurden wir auch dazu befragt. Was denkt die Branche darüber? Ist man bereit? Auf was muss genau in diesem Rahmen geachtet werden. Was aber eben der klassische Fall ist und um was das sich dieser Branchendialog eigentlich dreht, sind diese konkreten Fallbesprechungen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Oft handelt es sich um Ausschreibungen mit übermäßigem Aufwand. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise ausländische Anbieter ungerechtfertigt benachteiligt werden oder sehr extreme Freihänder. Die Bandbreite ist relativ groß. Unsere Mitgliederunternehmen informieren uns über solche Fälle und wir sammeln diese und bringen diese dann ein. Also Sie haben jetzt bei diesem Beispiel einen sehr schlechtes Verhältnis Aufwand und Vergabewert, hoher Präsentationsaufwand. Die Anbieterin muss speziell einen Berechnungsalgorithmus erstellen, 270 Seiten mit weiterführenden Verlinkungen. Und das sind so Fälle, die natürlich auffallen in der Praxis. Und dann haben wir uns gefragt, das Nachhaltigkeitskriterium nach neuem Recht. Wir haben gewartet und in den Ausschreibungen lange Zeit gar nichts gesehen. Langsam sehen wir einige Punkte und da wurde die Besorgnis breit. Ja, was heißt denn das eigentlich für uns? Kommt das jetzt alles auf einmal und sind das Kriterien, die Branchenanbieter überhaupt erfüllen können? Und dann haben wir uns entschieden, dieses Thema aufzugreifen innerhalb des Branchendialogs. Wenn es Verhandlungssache wäre, wäre es schön. Das Ganze ist weitaus komplexer. Wir haben jetzt mit unseren Arbeiten einfach so im Sinne von Baby Steps einen kleinen anfänglichen Beitrag geleistet. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem benachbarten Ausland sind da viel weiter. Aber die Besorgnis war effektiv da, was wird passieren? Oder kommt jetzt die Büchse der Pandora, die plötzlich geöffnet wird und wo wir die Anforderungen gar nicht erfüllen können. Also auf der einen Seite natürlich, das ist eine sehr große Chance, die auch von unserer Branche gesehen wird. Das ist ein großes Thema und es ist auch geeignet, dieses im Beschaffungswesen einzubringen. Auf der anderen Seite machen sich doch große Unsicherheiten breit. Wir haben eine erste Auslegeordnung vorgenommen, wo wir auch die ausländischen Dokumentationen angeschaut haben, wo wir uns angeschaut haben, ja, was gibt es denn in den Firmen bereits,
in diesem Bereich. Und wir haben uns dann entschieden, auf dieses Dokument der BKB nachhaltige Beschaffung, Empfehlungen für die Beschaffungsstellen des Bundes einzugehen, exemplarisch, weil wir der Ansicht waren, dass sich das von der Höhe, von der Normhöhe, also es ist ja eine Empfehlung, aber besonders gut eignet, um kommentiert zu werden von unserer Seite. Das ist ein Dokument, das 20 Seiten lang ist, aber es hat es durchaus in sich. Es hat sehr viel Text, es ist wohl bekannt, dieses Dokument. Und wir haben das durchgearbeitet und geschaut, wo gibt es Unklarheiten, womit sind wir einverstanden, wo nicht. Und wir haben dann die entsprechenden Bemerkungen eingebracht bei den Beschaffungsbehörden. Ich habe hier wenige Beispiele mitgebracht, das würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Wer da in der Tiefe interessiert ist, kann auch sehr gerne auf mich zukommen, damit wir dieses Dokument zur Verfügung stellen können. Aber es fällt natürlich auf, und das war ja auch heute Morgen schon ein Thema, mehr Mut, das würden wir auch begrüßen. Es fällt bereits in der Einleitung dieses Dokuments auf, dass der Ermessensspielraum der Behörden sehr, sehr groß ist. Das ist einerseits sicherlich begrüßenswert, dass die Beschaffungsbehörden diese Freiheiten haben. Auf der anderen Seite kann das bedeuten, dass eine sehr große Vielzahl an Zertifikaten und Nachweisen eingefordert werden könnte und vor allem KMUs, die über keine ISO-Zertifizierung in diesem Bereich verfügen, noch einmal mehr benachteiligt werden könnten. Wir haben uns dann überlegt, was könnten Lösungen sein? Will der Bund vielleicht ein vereinfachtes Verfahren unterstützen, das einen einheitlichen Nachweis für KMU erlaubt, außerhalb dieser Zertifizierungen? Dann geht es weiter mit schwammigen Begriffen betreffend Normen. Unsere Branche würde es begrüßen, wenn die Vorschriften explizit benannt werden in einem spezifischen Verfahren. Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass sehr allgemein auf ökologische oder auf andere Normen verwiesen wird in einem bestimmten Ort üblich sein sollen und dass die Anbieter dann keine Ahnung haben, was das genau ist, beziehungsweise den Nachweis gar nicht erbringen können. Und da können wir uns auch vorstellen, dass man spezifische ökologische Anforderungen als Alternative von den Anbieterinnen auch bestätigen lassen könnte, ohne dass ein spezifischer Normnachweis gegeben ist. Das würde in der Praxis einiges vereinfachen. Dann habe ich noch ein weiteres Beispiel, Lebenszykluskosten und Softwareentwicklung. Also in dieser Empfehlung der BKB 3.2.7, das ist wahrscheinlich ein bisschen klein, um das lesen zu können, da steht, eine wichtige Neuerung ist das Kriterium Lebenszykluskosten, dass das Zuschlagskriterium verwendet werden kann und großes ökologisches Potenzial aufweist. Und diese Lebenszykluskosten können und sollen auch berücksichtigt werden bei der Beschaffung. Und ja, wir sehen das im Bereich der Softwareentwicklung als geeignetes Kriterium und haben das entsprechend auch den Beschaffungsbehörden mitgegeben. Mit der Klammerbemerkung, dass das eben, und das war heute Morgen auch schon das Thema, ein ausreichendes technisches Verständnis vorhanden ist bei der Erstellung des Pflichtenhefts, des Kriterienkatalogs etc. etc. Und dann das letzte Beispiel, das ich mitgenommen habe, dort geht es um technische Spezifikationen und Umweltlabels. Also da bezieht man sich auf technische Spezifikationen, die vom Ausland kommen, wie man mit diesen umgehen soll, damit sie nicht zu einem Handelshemmnis führen in der Schweiz. Und da muss man wiederum aufpassen, dass keine Schlechterstellung von KMUs gegenüber großen internationalen Mitbewerbern im Schweizer Markt entsteht. Und in gewissen Branchen kann man das machen, aber eben nicht flächendeckend.
Das sind so ein paar exemplarische Punkte, die wir aufgearbeitet haben. Wie gesagt, das ist mehr so als Anfangsschritt zu sehen. Die Frage, was auf uns zukommt, ist natürlich noch überhaupt nicht geklärt. Aber vielleicht erfahren wir jetzt von der Kollegin und vom Kollege aus dem Ausland, was auf uns zukommen könnte. Ganz herzlichen Dank. Darf ich um einen Applaus bitten? Thank you.